Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug-Review von Kobi. Diesmal habe ich für euch etwas ganz Besonderes, nämlich diesen Churchill-Panzer, den ich persönlich auch wieder natürlich richtig geil finde. Ich habe ihn ja schließlich auch selbst bestellt. Aber dieses Modell hat mich einfach von den Socken gehauen, als ich es zusammengebaut habe. Ich zeige euch jetzt mal als allererstes den Karton, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt. Und zwar haben wir hier diesen Karton, ihr seht das ist aus der Serie World of Tanks, die ja mit Kobi zusammen so ein paar Panzer rausgebracht haben. Diese Kartons haben dann auch immer noch so einen Bonuscode als Inhalt. Da sind irgendwie mit drin ein paar Tage Premium-Spielzeit, ein großes Reparaturkit und Pudding und Tee. Also Pudding und Tee habe ich da jetzt nicht gefunden, aber ich glaube, Leute, die das Spiel spielen, wissen sicherlich Bescheid, worum es geht. Das ganze Modell hat 530 Teile, kostet knapp 50 Euro und ist genauso wie die ganzen anderen Modelle, die ich euch bisher vorgestellt habe, sehr, sehr detailliert dargestellt. Ihr könnt das hier einmal sehen. Die Ketten lassen sich natürlich hier auch ganz wunderbar bewegen. Und jetzt achtet mal hier unten auch auf die Rollen. Ja, das bewegt sich alles ganz, ganz wunderbar. Dazu haben wir dann natürlich einen drehbaren Turm hier vorne mit einem Hauptgeschütz und hier vorne haben wir dann noch mal eine Haubitze drin, mit der man im Grunde genommen nur geradeaus schießen kann. Wenn man sich das Modell jetzt mal ganz genau anguckt, dann sieht man hier auch ganz viele detaillierte Bedruckungen. Drücke ich mich da richtig aus? Also hier sind die Legos bedruckt worden. Auch hier arbeiten wir wieder nicht mit Aufklebern, sondern tatsächlich bedruckte Lego-Steine. Ich finde das immer ganz besonders gut, weil ich finde, dass Aufkleber doch irgendwann, wenn man damit spielt, rumfummelt, vor allen Dingen Kinder oder sowas, die werden irgendwann schmuddelig, die gehen ab, dann sehen die Steine nicht mehr schön aus, diese bedruckten Steine. Da kann man definitiv sagen, das ist was ja fast für die Ewigkeit. Bei uns wird jetzt nicht ganz so viel mit dem Ding gespielt, das steht auch im Regal mit bei den ganzen anderen Panzern und hier oben könnt ihr auch sehen, der britische Kommandant mit seinem Fernglas, der interessanterweise am Lächeln ist und nicht so böse guckt wie die deutschen Zombie-Soldaten. Das ganze Fahrzeug selbst hat natürlich auch eine Geschichte. Nicht nur eine Geschichte bei Kobi, sondern eine Entwicklungsgeschichte. Dieses Fahrzeug, der Churchill, ist eben nach dem damaligen Premierminister Winston Churchill benannt worden, wurde erst 1939 in Entwicklung gegeben, also zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich im Grunde genommen auch für die Engländer schon so ein bisschen die Kacke am Dampfen gewesen ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und da fragt man sich natürlich manchmal, wieso haben die Dinger eigentlich so gebaut? Und gerade 1939, als Deutschland Polen überfallen hat, war die Welt ja eigentlich schockiert von der Vorgehensweise der deutschen Armee. Der Blitzkrieg ist damals quasi entstanden. Die sind einfach mit ihren Panzern ganz schnell rübergefahren, einfach überall durchgebrettert und haben dann gesagt, so, und wir haben euch jetzt eingenommen und fertig. Das heißt, die Armeen von damals waren auf diese Art der Kriegsführung zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht eingestellt. Dazu gehörte natürlich auch England. Und auch England hat damals bei seinen Panzerkonstruktionen eben auf Altbewährtes zurückgegriffen. Und dadurch ist überhaupt erst dieser Churchill-Panzer entstanden. Er sollte nicht schnell sein. Er sollte die Infanterie in den angedachten Graben kämpfen, wie man sie noch aus dem Ersten Weltkrieg kannte, schlicht und einfach begleiten. Dafür musste er nicht schnell sein. Er sollte einfach nur über das Gelände fahren mit den ganzen Gräben und Stacheldrähten, sollte mit nach vorne fahren und die ihn begleitenden Soldaten sollten im Umfeld dieses Panzers dann nebenbei auch noch Schutz finden. Das erklärt dann auch die Kanone hier vorne drin. Die ist tatsächlich dann dafür gewesen, um direkt frontal Bunker, MG-Nester oder Gräben zu bekämpfen. Da wurde dann auch überwiegend Sprengmunition verwendet, damit man eben in diese Gräben reinwirken kann, um dann leider Gottes den Gegner dort auszuschalten. Hier oben dieses drehbare Geschütz, damit man eben auch zur Seite hinwirken kann. Und deswegen auch so gut wie kein Rückwärtsgang. Dieses ganze Fahrzeug ist eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo es entwickelt worden ist, eigentlich schon total out gewesen. Viel interessanter ist dann, wenn man weiß, dass diese Fahrzeuge bis in den Koreakrieg hinein noch verwendet worden sind. Also ist jetzt nicht so gewesen, dass die Engländer 1939 das Ding in Auftrag gegeben haben. Kurz danach ist es bereits in Kleinserie gebaut worden und dann hat man festgestellt, ups, eignet sich nicht mehr für die heutige Kriegssituation, für die heutige militärische Situation.
wir bestellen keine mehr und besorgen uns was anderes, sondern tatsächlich die Dinger sind weiter und weiter und weiter gebaut worden und sind tatsächlich bis in den Koreakrieg hinein verwendet worden. Jetzt stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, warum sind die eigentlich so aufgebaut, wie sie aussehen? Ne? Sieht ja jetzt nicht unbedingt genauso aus, wie wir das jetzt zum Beispiel von einem deutschen Panzer kennen. Ne, die Ketten laufen hier oben mit der Wanne quasi abschließend rundherum. Und wenn man jetzt hier an der Seite guckt, da sieht man ja, dass der Panzerunterkasten, also die Wanne selbst, hier im Grunde genommen außen abschließt. Das sind jetzt also keine Bleche, die hier angebracht worden sind, so ähnlich wie wir das von deutschen Panzern zum Ende des Zweiten Weltkriegs kennen, die dann Beschuss aus Panzerbüchsen und sowas abhalten sollten, sondern das ist tatsächlich, das ist die Wanne, die endet erst hier. Hier endet die Wanne. Das kann man auch sehen, hier sind ja diese angedeuteten Lugen, hier und hier auf der Seite. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Dieses Fahrzeug, zum einen sehr langsam, sollte unbedingt auch per Eisenbahn transportiert werden. Deswegen war die Breite des Fahrzeuges eben begrenzt. Durfte nicht breiter sein, als so wie wir das jetzt hier haben. Und damit man trotz alledem möglichst viel Platz in dem Fahrzeug hat, ist man hingegangen und hat die Wanne quasi so weit nach außen erweitert, wie es eben möglich gewesen ist und hat dann die Kette um die Wanne umlaufen lassen. Das heißt also, in diesem ganzen Bereich hier haben wir tatsächlich Wanne. Da sind teilweise Funkgeräte drin untergebracht gewesen, persönliche Ausrüstung von den Soldaten, teilweise auch Munition. Das haben wir auf beiden Seiten. Das heißt, das Fahrzeug hat tatsächlich hier innen drin einen Raum bis nach außen. Bei deutschen Panzern wisst ihr das selbst, da haben wir in der Mitte die Wanne, dann kommt außen der Bereich mit den Ketten und da ist da nichts mehr. Da ist tatsächlich, wo die Kette läuft, dann ansonsten nichts mehr vorhanden. Das heißt, hier hat man tatsächlich aus Platzgründen diese Konstruktion so gewählt. Finde ich absolut interessant. Das Fahrzeug selbst, ich habe es eben schon mal gesagt, hat, ich gucke noch mal ganz kurz auf den Karton, 530 Teile, die auch ja doch relativ easy zusammenzubauen sind. Die Anleitungen von Kobi sind da doch sehr, sehr gut, also ähnlich wie die von Lego. Und auch hier kann man jetzt das nicht sehen, aber ich kann es euch noch mal sagen, das ganze Ding ist massiv. Das heißt also, hier unten drin haben wir jetzt nicht wirklich einen Hohlraum, wo wir dann noch unsere Besatzung hin und her bewegen können oder sonst irgendwie was. Das ganze Ding ist tatsächlich ein großer Lego-Klotz und ich behaupte mal, wenn der jetzt runterfällt, geht auch nicht allzu viel kaputt. Auch von den Details her ist das Fahrzeug eigentlich relativ gut dargestellt. Wir können das hier vorne einmal sehen. Ihr seht das, ich kann hier die Klappen aufmachen. Einmal für den Fahrer, für den Funker daneben. Die Kanonen lassen sich natürlich bewegen. Das habt ihr jetzt gerade eben auch schon gesehen. Hier oben die Luke, wo der Kommandant drin ist. Ja, kann man hier auf- und zuklappen. Finde ich auch total schön gemacht. Auch hier hinten der Ausrüstungskasten, der da dran ist. Hier haben wir Platz für die Antenne. Dann könnt ihr das hier sehen. Wir haben hier eine kleine Axt. Oder was ist das? Hier so eine Hacke. Da haben wir eine Schaufel. Das ganze Fahrzeug also sehr, sehr detailverliebt auch dargestellt. Und insofern kann ich nur immer wieder sagen, ich bin total begeistert von diesen Kobi-Modellen. Ich kann es mir immer wieder mit dem vergleichen, was ich damals mal von Kobi gesehen habe. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, da war das tatsächlich, ja, ich sag's mal ganz böse, Billigschrott. Mittlerweile von der Qualität wirklich sehr, sehr hochwertige Fahrzeuge, sehr detailliert dargestellt. Und ich habe es ja jetzt schon unter dem einen oder anderen Video immer wieder gelesen, wo dann geschrieben wird, wie kann sich ein Erwachsener für Lego-Spielzeug begeistern. Ich verstehe nicht, warum man da so komische Kommentare hinterlassen muss. Oder kauft die Revell, die sehen viel echter aus. Ja, ich kann mir Revell kaufen, dann habe ich echte Plastikmodelle, die fast aussehen wie echt. Aber es geht ja hier um das Thema Lego. Also sollte der eine oder andere von euch einfach mal durchdenken. Ja? Wenn ich über Bananen rede, dann kann ich mir zwar Tomaten kaufen, aber die sehen nicht aus wie Bananen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und hier geht es eben um das Thema Lego. Ich baue mir aus Lego-Steinen Fahrzeuge oder Flugzeuge zusammen, die ich interessant finde und die dann, obwohl sie eben aus Lego-Steinen sind, doch relativ nah an das originale Aussehen dieser Fahrzeuge herankommen. Und das finde ich persönlich natürlich faszinierend. Natürlich kann man sich Revell-Modelle kaufen oder echte RC-Panzer kaufen und mit denen durch die Gegend fahren. Aber ich glaube, jedes Spielzeug hat seine eigene Berechtigung. Und was mich hier eben tatsächlich fasziniert, ist das Thema Lego. Wer jetzt Lust bekommen hat, auch vielleicht irgendwann mal so ein Fahrzeug zu besitzen, ja, ihr könnt einmal den Link unter dem Video anklicken, dann landet ihr direkt im Shop und könnt euch dieses Fahrzeug bestellen, wenn ihr möchtet. Oder aber
ihr macht an unserer Aktion Save the Children mit. Da haben wir nämlich im Moment auch etwas am Laufen, wo es dann für die Leute, die zugunsten von Save the Children eine Spende dalassen, letztendlich Fahrzeuge gewinnen können. Und zwar einmal von Kobi, den riesengroßen Panzer-Mauerbrecher. Den kann ich hier, nee, habe ich gerade nicht hier stehen, Entschuldigung. Ist so ähnlich groß wie die Maus, ganz in Grau. Den könnt ihr gewinnen. Oder ihr könnt gewinnen die Bismarck, die jetzt im August aufgesetzt wird. 1800 Steine sind das. Ein riesengroßes Modell, wenn das fertig ist. Da werde ich auch ein Video zu machen. Oder ihr könnt original Lego den Millennium Falcon im Wert von 800 Euro gewinnen. Das läuft folgendermaßen ab. Ihr könnt zugunsten von Save the Children eine Spende da lassen. Ich habe da schon ein Informationsvideo zu gemacht. Am 28.07. wird es deswegen auch wieder einen 24-Stunden-Stream geben, wo wir dann versuchen, die anvisierte Summe auch voll zu machen. Und jeder, der 10 Euro spendet, bekommt ein Los. Jemand, der 20 Euro spendet, hat automatisch 2 Lose. Jemand, der 100 Euro spendet, hat 10 Lose. Diese Lose kommen dann am Ende des 24-Stunden-Streams, also einen Tag später, in eine Lostrommel und dann werden die Gewinner gezogen. Und mit etwas Glück seid ihr dann im Anschluss Besitzer von einem Lego Millennium Falcon, von einem Panzer von Kobi, dem Mauerbrecher oder von der großen Bismarck. Ihr habt also die Möglichkeit, auf der einen Seite etwas Gutes zu tun für Kinder, die in Not sind, und auf der anderen Seite mit etwas Glück habt ihr dann vielleicht noch die Möglichkeit, ein solches Modell zu gewinnen. 10 Euro seid ihr dabei. Ich hoffe, es ist für euch interessant gewesen. Ich habe auch jetzt hier versucht, so ein bisschen nebenbei noch ein paar Informationen einzublenden, so wie ihr das schon vom letzten Video gekannt habt. Würde mich freuen, wenn ihr bei einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Und schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wie euch das Format gefällt. Soll ich irgendwas anders machen? Soll ich irgendwas besser machen? Soll ich irgendwo mehr drauf eingehen? Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll ich euch die Dinge in Zukunft vorstellen? Und schreibt mir einfach mal, welches Fahrzeug ihr als nächstes sehen wollt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Implied.